is to be close to you, but I don't know how and what to do. I'm so shy when it comes to. Hi, ich bin Nele, 19 Jahre alt, das ist mein Hund und das ist unser Van. Zusammen waren wir 8 Monate in Europa unterwegs. Das ist mein Schlafzimmer, das ist mein Esszimmer und das ist die Küche. Ich habe eine Spüle und einen Elektroherd, den ich allerdings nicht benutze, sondern das immer mit einem kleinen Gaskocher mache. An dieser Seite ist mein Kühlschrank, auf dem ich immer sitze, wenn ich esse. Und hier sind so Vorräte, also mein ganzes Essen eigentlich. Dann habe ich da oben noch Staufächer. Und das ist mein Kleiderschrank, den ich nur zur Hälfte als Kleiderschrank nutze. Das Vanlife kannte ich noch gar nicht damals, als ich die Idee hatte und dann dachte ich, dass ich einen Wohnwagen nehme. Hab dann auch einen Wohnwagen renoviert tatsächlich, als ich 15 war, glaube ich. Aber dann wusste ich, nee, das ist zu kompliziert und es wird lieber doch ein Auto. Ich wollte unbedingt Europa bereisen und nicht so wie alle anderen erstmal nach Neuseeland oder Australien, sondern irgendwas anderes machen, also Europa mit einem Fahrzeug und dann ist es so gekommen. Also eigentlich sind meine ganzen Klamotten in diesen 4 Fächern drin und genau da unten ist die Hundebox. Und dann habe ich hier noch mein E-Piano, was auch unbedingt dabei sein musste. Mein E-Piano habe ich dabei, weil ich den Plan hatte, danach Musik zu studieren. Ich war mir zwar noch nicht ganz so sicher, aber auf der Reise habe ich mir natürlich noch mal viele Gedanken gemacht und jetzt im Endeffekt habe ich mich dann auch dafür entschieden. Für die Aufnahmeprüfung muss man 2 Instrumente spielen, unter anderem auch Klavier. Und deswegen dachte ich, dass es ganz sinnvoll wäre, wenn ich das mal dabei habe und vielleicht mal ein bisschen übe. Und das hast du dann auch gemacht? Eher weniger, weil ich dafür Strom von außen brauche und daran nicht gedacht habe. Also mit Solar funktioniert das nicht. Deshalb habe ich dann eher die Gitarre genommen, was gar nicht mein Instrument ist. Ich habe die nur so mitgenommen, weil ich sie immer schon lernen wollte. Und dann habe ich ein bisschen Gitarre gelernt und dafür kein E-Piano gespielt. Aber das hat trotzdem alles noch hingehauen mit der Aufnahmeprüfung und dem Ganzen. Die Sitzbank, die ging ungefähr bis hier rein. Und dann haben wir sie einfach unten abgeschraubt, deswegen sind da auch noch die Löcher. Und dadurch hat man hier jetzt auch viel mehr Platz. Ich habe auch überlegt, ob ich die irgendwie nicht befestigen kann, aber das war mir dann zu heikel. Den Van habe ich schon ausgebaut gekauft, weil ich nicht die Zeit noch haben wollte, um den umzubauen. Ich wollte lieber ganz losreisen und dann haben wir noch ein paar Dinge verändert, damit es auch so passt für den Hund und für mich. Ich habe sie extra für die Reise bekommen und das ist viel, viel Verantwortung, vor allem mit dieser Rasse. Und sie ist auch jetzt fast 2 Jahre alt, also sie war 1, als ich sie bekommen habe. Und dann habe ich sie noch... Also wir hatten viele Schwierigkeiten am Anfang und dann haben wir noch so eine Art Ausbildung zusammen gemacht und sie würde in jeder Situation ihr Leben für mich geben, weil es halt ein Schutzhund ist und weil sie das so gelernt hat. Und deshalb bin ich eigentlich die sicherste Person von allen, wenn ich unterwegs bin. Es gab schon ein paar Situationen. Es wäre jetzt, glaube ich, nicht so gewesen, dass ich ohne Hund, dass mir was passiert wäre. Aber es gab eine Situation in Nordspanien, da hat es nachts nach 12 Uhr an meiner Tür gehämmert, aber so richtig aggressives Klopfen war das. Und dann wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen soll, war aber froh, den Hund zu haben, habe auch die Tür erstmal nicht aufgemacht. Dann irgendwann nach nochmaligem Klopfen dachte ich mir, naja gut, vielleicht ist es ja auch die Polizei, dann war das auch so.
Aber ich war da auf einem richtig schönen Felsen, ganz in der Einsamkeit, keine anderen Autos, keine anderen Häuser. Und dann weiß man im Endeffekt im ersten Moment nicht, was das sein könnte. Aber mit dem Hund war ich sicher und dann war es ja auch nur die Polizei. Aber es war schon ein bisschen komisch und ohne Hund, ich hätte die Tür auch nicht aufgemacht. Und dann gab es noch ein paar andere, kleinere Situationen, dass mich mal Leute sehr bedrängt haben, wo der Hund dann direkt die Situation geklärt hat und dass ich irgendwas machen musste. Oder jemand, der, also einmal in Florenz, hat jemand unter mein Auto geleuchtet mitten in der Nacht. Das war auch ein bisschen komisch, aber sonst im Groben und Ganzen war alles gut. Hier ist einmal Abwasser und oben Stauraum. Dann habe ich hier das Klappfahrrad dabei hinter der Hundebox, weil ich ganz gerne ein Fahrrad innen haben wollte und nicht außen. Und da ist die ganze Elektronik, Frischwassertank und noch ein paar Campingsachen. Mein Badezimmer ist da, genau. Genau, also es gibt nur kaltes Wasser, ist nämlich am Wassertank angeschlossen, aber das reicht vollkommen. Und ohne diese Außendusche wäre es schon doof. Genau, die ist eigentlich so einfach nur eine extra Pumpe und dann kommt das Wasser. Ich habe ganz tolle Eltern, die mich da unterstützen finanziell und die gesagt haben, das Jahr nach dem Abi, das bezahlen wir dir, wenn du so reisen möchtest. Und von daher bin ich in der glücklichsten Situation, in der ich sein könnte. Also am Anfang musste ich immer auf Campingplätze gehen, weil sie ein bisschen Schiss hatten. Und dann irgendwann haben sie aber auch gemerkt, also eigentlich hat die Zeit echt geholfen, weil sie gesehen haben, okay, es gibt auch andere, die so unterwegs sind und ich bin nicht immer alleine und ich bin auch super sicher mit dem Hund. Und dann sind sie lockerer geworden, haben sich gar keine Gedanken mehr gemacht. Aber am Anfang war das schon noch ein bisschen anstrengend, dass man immer sagen musste, wo man ist. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass ich sowieso ein Mensch bin, der sehr gerne alleine ist. Alleine sein und Einsamkeit ist ja auch nochmal ein Unterschied. Aber ich habe das genossen. Also ich habe teilweise 3 Wochen lang mit niemandem geredet und auch niemanden getroffen, je nachdem, wo man unterwegs ist. Und ich fand das super. Man hat ja auch noch Kontakte zur Außenwelt über Social Media oder so. Und ohne den Hund wäre es vielleicht auch mal manchmal ein bisschen zu einsam gewesen, aber mit Hund alles super. Für mich war das das Beste. Und das war auch mein großer Plan, das alleine zu machen. Also hätte ich jemanden mitnehmen müssen, dann hätte ich es, glaube ich, gar nicht gemacht. Viele sagen auch, ich mache das dann in der Rente, aber irgendwann geht es halt vielleicht dann doch nicht mehr. Irgendwas kommt dazwischen oder man schafft es körperlich nicht mehr und dann habe ich gesagt, möchte ich das so schnell wie möglich machen. Nach dem Abi ist eigentlich perfekt. Das passt dann auch noch ganz gut in den Lebenslauf. Und nach dem Studium wäre, also vielleicht mache ich das nochmal nach dem Studium oder vielleicht zwischendurch, ich weiß es nicht. Aber ich wollte einfach nur nach dem Abi erstmal weg. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass man das auch machen kann so in jungen Jahren und auch direkt nach dem Abi. Und dass man das auch alleine als Frau schafft, weil so viele Leute haben diesen Traum und es ist möglich und es ist auch nicht schwierig, man muss es einfach nur machen.